Alles neu am Bahnhof Haßbergen. Die Bahn hat ihn frisch saniert und alle Bahnsteige auf 76 cm erhöht. Auch Gleis 1 ist jetzt barrierefrei. Hier zumindest und hier. Dazwischen eine 120 Meter lange Lücke. Der Zug fährt am bereits erhöhten Bahnsteigstück vorbei und hält größtenteils am alten, niedrigeren Bahnsteig. Für Rollstuhlfahrer ist das nun nicht ganz so optimal, denn die brauchen ja eine Rampe. Wenn diese Rampe zufällig an der Spitze des Zuges ist, dann ist die Rampe in dem Bereich, in dem der Bahnsteig schon erhöht wurde und kann genutzt werden. Wenn aber die Rampe weiter hinten ist, dann ist sie in einem Bereich, wo noch die alte Bahnsteighöhe gilt und da kann die Rampe nicht genutzt werden. Tja, das ist dann halt der Pech. Für die komplette Barrierefreiheit am Bahnhof Haßbergen ist dieser Mast die Barriere. Seinetwegen kann der Bahnsteig nicht durchgängig erhöht werden. Tatsächlich hat die Deutsche Bahn uns mitgeteilt, dass das Fundament des Oberleitungsmasten mit dem derzeitigen Bahnsteig verbunden ist. Und wenn man dort jetzt tätig werden würde, würde die Standfestigkeit des Oberleitungsmastens wäre nicht mehr gegeben. So ein wackeliger Oberleitungsmast wäre ja jetzt auch nicht so toll. Dann lieber Mut zur Lücke und drumrum bauen mit Gefälle. Das hätte man ja nicht vorher wissen können. Man hätte es zumindest prüfen müssen, weil den Oberleitungsmasten sieht man ja sehr deutlich. Den Mast sieht man, aber geprüft hat man das vor der knapp 8 Millionen Euro teuren Sanierung nicht, sagt die Bahn. Diese statische Abhängigkeit wurde in der Planungsphase leider nicht erkannt. Jetzt hat man trotz der jahrelangen Planungszeit, die die Deutsche Bahn ja gehabt hätte, dieses Loch dort klaffen und ja, das ist zusammengefasst einfach nur frustrierend. Aber die Bahn ist ja dran, der Mast soll versetzt werden, also irgendwann. Wann genau wir die Bauarbeiten im Zusammenhang mit dem am denkmalgeschützten Bahnhofsgebäude stehenden Oberleitungsmast abschließen, steht heute noch nicht fest. Ja, kommt Zeit, kommt Rat. Auch auf Gleis 2. Dort ist der Bahnsteig schon auf ganzer Länge barrierefrei. Nur die Fahrstühle funktionieren noch nicht. Deshalb müssen es Rollstuhlfahrer so machen wie immer schon. Um nach Osnabrück zu fahren, können sie nicht von Gleis 2 den direkten Weg nehmen, der ca. 7 Minuten dauert. Sie müssen stattdessen von Gleis 1 erst den Zug in die Gegenrichtung nach Münster nehmen und dort umsteigen, denn dort gibt es einen funktionierenden Lift und wieder zurück. Wenn ich natürlich erst Richtung Münster fahren muss, das ist knapp über eine halbe Stunde, dann nochmal zurück, dann bin ich für einen Weg von eigentlich 7 Minuten über eine Stunde unterwegs. Merke, Barrierefreiheit braucht in Deutschland einfach viel Zeit. Und damit ist auch Rotterdam komplett überschwemmt, während in der Lüneburger Heide der 7. aktive Vulkan entdeckt wurde. Aber hey, auch positive Nachrichten im Jahr 2031. Extra 3 läuft weiterhin in der ARD-Mediathek, moderiert von ihrem KI-Stian Ehring. Denn es gibt keine Menschen mehr, aber die ARD-Mediathek überdauert jede Apokalypse.